Liebe Freunde, vor 15 Jahren habe ich mal geglaubt, mir mit Umkehrosmose etwas Gutes zu tun. Die Ängste vor Gift, Medikamenten, Hormone im Wasser und die Demonstration, wie sauber das Wasser wird, haben mich letztendlich dazu gebracht, den Test mit der Umkehrosmose zu machen. Nicht schlechtes Ahnend, habe ich reichlich davon getrunken, machte mein Essen damit, selbst meine Wildkräuter-Smoothies, was eigentlich absolut irre war. Die Gelenke knackten immer mehr, der Kreislauf wurde immer labiler, Rippenbrüche waren auf der Tagesordnung. Und selbst als mir irgendwann mal ein Wirbel zusammengebrochen ist, bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendetwas mit dem Wasser zu tun haben könnte. Bis dann eine nette Dame mal mir die Gelegenheit gab, 14 Tage das Krankenwasser zu testen. Und dann ich plötzlich in der Lage war, ohne Schmerzen aufzustehen. Erst dann habe ich angefangen, mich mit dem Wasser überhaupt mal auseinanderzusetzen, wie das Wasser transportiert wird in die Zellen, wo es gut fließt und wo es weniger gut fließt und wo es aufgenommen wird und wie es besser aufgenommen wird. Alles, was ich zum Leben brauchte, habe ich dann erkannt, habe ich eigentlich mit der Umkehrosmose mir aus dem Wasser herausfiltriert. Und das wird also jetzt mit dem Krankenwasser nicht mehr nur nicht herausfiltriert, sondern auch noch bioverfügbar gemacht. Und seitdem, diese vielen, vielen Brüche, jetzt mit 68, kommen nicht mehr vor. Die Gelenke knacken nicht mehr, der Kreislauf ist stabil. Und selbst bei Wind und Wetter gibt es auch keinen steifen Nacken mehr. Und auch die vielen Infekte, die ich sonst alle 3-4 Monate mal gehabt habe, sind seit Jahren nicht mehr aufgetreten. Wer also heute sich etwas Gutes tun will, sollte auf keinen Fall den Fehler mit der Umkehrosmose machen. Und wenn er dann umgestellt hat, die Spätschäden sind nicht zu verachten. Ich habe viel als Heilpraktiker damit zu tun und wenn man nicht rechtzeitig was tut, dann war es zu spät. Also, ich denke, ihr solltet euch das mal genauer durchgehen lassen. Irgendwann habe ich mal einen Vortrag gehalten auf YouTube über sauberes Wasser. Und da habe ich sie alle erklärt, wo die Macken dieser Geräte stehen. Na, okay? Ich wünsche euch tiefen Frieden.